Guten Abend, meine Damen und Herren. Erich Honecker zum Staatsbesuch in Finnland von Mauno Koivisto herzlich begrüßt. Großer Stern der Völkerfreundschaft für den finnischen Präsidenten. Staatsoberhäupter beider Länder begannen offizielle Gespräche. Begegnungen mit Repräsentanten der Freundschaftsgesellschaft Finnland-DDR und den Chefs der diplomatischen Missionen. In Wien empfing Österreichs Bundespräsident den DDR-Verteidigungsminister. Weitere Informationen aus Delhi, Moskau und Sofia. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker, ist heute zu einem Staatsbesuch der Republik Finnland in Helsinki eingetroffen. Er folgt einer Einladung des finnischen Staatspräsidenten Dr. Mauno Koivisto. Helsinki, Vantaa, 10 Uhr. Es beginnt der viertägige Staatsbesuch Erich Honeckers in Finnland. Und Rio. Der Ministerpräsident sprach dem stellvertretenden amerikanischen Verteidigungsminister Pearl, der gegenwärtig USA-Stützpunkte in Griechenland inspiziert, das Missfallen seiner Regierung aus. El Salvador. Als positiv und ersten Schritt eines Dialogs zum Frieden wertete der Präsident der Revolutionären Demokratischen Front, Guillermo Ungo, das erste Treffen zwischen Befreiungskräften und Präsident Duarte. Beide Seiten hätten die Bildung einer paritätischen Kommission unter Schirmherrschaft der Kirche beschlossen, die in der zweiten Novemberhälfte die Gespräche weiterführen wird. Washington. Nach Einschätzung von Gus Hall, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der USA, nimmt die Wirtschaftskrise in seinem Land völlig neue Dimensionen an. Zu ihren Faktoren gehörten ein Außenhandelsdefizit von 130 Milliarden sowie die Staatsverschuldung in Höhe von 1,5 Billionen Dollar. Hinzu kämen gewaltige Lohn- und Sozialkürzungen und eine enorme Verschuldung der Farmer. Dem, so Gus Hall, stehe ein Rüstungsbudget in Rekordhöhe gegenüber. London. Gespräche zwischen der britischen Bergarbeitergewerkschaft und der nationalen Kohlebehörde über eine Beilegung des bereits 8 Monate dauernden Grubenstreiks wurden erneut ohne Ergebnis abgebrochen. Nach wie vor ist die Behörde nicht bereit, ihre Pläne für Zechenstilllegungen aufzugeben, wodurch 20.000 Bergleute die Arbeit verlieren würden. Und hier die Wetteraussichten. Nachts erneut gebietsweise Nebel und Hochnebel, Tiefstemperaturen 9 bis 4 Grad, am Tage nach Nebelauflösung wolkig, teils heiter, niederschlagsfrei 12 bis 17 Grad. Liebe Zuschauer, ich möchte Sie nun einladen zu dem finnischen Fernsehfilm November, preisgekrönt auf dem Prager Fernsehfestival 1980. Es ist ein Film, der einfühlsam die Geschichte eines anerkannten Pressefotografen erzählt. Er hat es beruflich zu etwas gebracht, aber sein Privatleben ist dabei auf der Strecke geblieben. Ein neuer Auftrag, eine Serie über eine berühmte Schauspielerin zu machen, kann für ihn nun ein neuer Anfang werden.